Wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen? Heute bei Shift im Auto mit Jens und Helge. Ja, was haben wir heute? Porsche 944 S2 Cabriolet. Cabriolet, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe extra ein Cabriolet genommen, das passt besser zu Helge. Feminine Seite rauskehren müssen. Schwachsinn, aber freut euch drauf. So, heute Porsche 944. Huah. Aber nicht irgendeiner, sondern ganz besonders S2. Cabrio. Cabriolet und der S2, 3 Liter Hubraum und nur 4 Zylinder. Boah, solche Kolben. Ja. Ich glaube, der war damals der Motor, der größte 4-Zylinder-Motor, ich glaube bis heute sogar, ne? Hubraummäßig. Ja. Einzelhubraum, ne? Pro Zylinder. Ist ja eine Evolutionsstufe von dem 4-Zylinder, von dem Porsche-Motor, der aus dem ersten 944er noch 2,5 Liter hatte. Dann hat er 2,7. 2,7 und dann? Und dann 3 Liter. Boah, 3 Liter. Wenn jemand das Wort Porsche in den Raum wirft, ne, hat sofort jeder ein Bild im Kopf. Und das ist immer der 911er. Was aber gar nicht stimmen muss, denn Porsche ist auch Transaxel. Also 924, 944, 928, alles eine Familie, hat am Ende sogar das Weiterbestehen des 911er ermöglicht, finanziell bei Porsche. Und wir haben genau in der Mitte angekreuzt bei 944. Lass mal ganz zurückgehen. Also was ist denn das überhaupt für ein Porsche? Weil die 911er-Fraktion sagte, das ist ja gar kein Porsche. Also die Transaxle Porsche, wo der Motor vorne und das Getriebe hinten sitzt, wie Jens sagt. Das war der erste, der 924er. Genau. Der sogenannte Hausfrauen-Porsche, was ich nie verstanden habe, nur weil er einen Audi-Motor hatte. Aber Porsche hat das auch echt scheiße gefunden. Deswegen haben sie auch dann den 924S gebaut. Na, erst haben sie den Turbo gebaut. S in Turbo, genau. Aber S dann den Turbo? S mit dem Porsche-Motor. Und beim Turbo, da haben sie zum Beispiel den Motor schon selber produziert. Pass auf, da haben sie ganz viel gemischt schon beim 924 Turbo. Der hatte dann schon Räder mit 5 Schrauben, also Narben mit 5 Schrauben. Der hatte eine Bremsanlage, die bestand aus zur Hälfte aus Teilen vom 928er und aus dem 911SC. Also da hat Porsche sich der Bauteile bedient, die sie haben. Also der hat schon mit dem 24er, mit dem normalen, schon vieles nicht mehr zu tun, sagen wir es mal so. Ne? Das stimmt. Und dann hat man 924 Carrera GT gebaut. Boah, heute unbezahlbar. Eine Rennversion. Und die Karosserieform, die hat man genommen und hat einen 944 rausgebracht. Mit dem neu entwickelten Motor. Und der Motor wiederum war der halbierte Motor aus dem Porsche 928. Genau, der ja zuerst entwickelt wurde als Nachfolger für den 911er. Und ist dann aber ein eigenständiges Modell geworden. Genau. Also das hier ist sozusagen die goldene Mitte der Transaxle-Autos. Ja. 944. Und ja, du hast ja gerade was zu dem 3 Liter gesagt, aber zu dem Sound müssen wir auch noch mal was sagen. Den finde ich belämmert, ehrlich gesagt. Der Sound. Ist belanglos. Ist solide gebaut, ist ein echter Porsche, klingt nur scheiße. Hey, der Motor, also da waren alle Sounddesigner gerade im Urlaub, glaube ich. Ja. Also das ist wirklich, also wenn es sowas damals schon gab. Aber jetzt gibt es auch so Soundchips oder Oder so. Die haben den rausgeschmissen, den Sound. Ja, aber willst du dann, das ist ja ein Schwachsinn. Ja, so das ein Lambo 12-Zylinder-Sound. Du hast ja einen Lautsprecher im Auspuff, ne? Ja. Das ist so bescheuert. Wer sowas macht. Also Audi-Fahrer. Ja. Das könnte irgendein 4-Zylinder sein. Genau. Das ist kein Porsche-Sound. Ne? Überhaupt gar nicht. Und das hilft einem auch nichts, dass er von außen so geil aussieht, wenn man drin sitzt und den Wagen hört. Ich bin kein so großer 924, 944 Fan, weil mir hat dieser fehlende Sound nie gefallen sozusagen. Ja. Ich fand das immer doof, dass das fehlt, ne? Ja, hast du recht, aber ich finde die Autos einfach so geil, so Autoscooter-mäßig mit dieser Glaskanzel. Gut, das Cabrio hat das nicht, aber schade, dass die Glaskuppel weg ist, was für mich designtechnisch einfach so das Auto ausmacht. Ja, aber ist so, dem Cabrio fehlt so der Kultcharakter ein bisschen. Ja, aber das Auto an sich funktioniert schon, ne? Ist geil. Ist geil. Ja.
Das war schon echt eine geile eigenständige Nummer. Ich hatte übrigens zwei Stück. 924S und 944S. Ja, Serie. Viele denken ja, oh hier, flaches Coupé. Aber nein, durch diese große Heckglasklappe und du konntest ja hinten die Sitze umklappen, war das schon eigentlich so eine Art Kombi-Coupé. Ja. Ne? Ja. Passen eine Menge Kisten Bier hinten rein. Die werden nur ein bisschen warm im Sommer. Das ist wieder typisch Häge, der würde ein paar Kisten Bier mitnehmen. Ich würde eher eine Schachtel Pralinen kaufen. Ja. Man musste auch machen. So machen. Also alles fühlt sich sonst wie Porsche innen drin an. Die Sitze haben Porsche-Form. Das Lenkrad war im Carrera 3.2. Das ist übrigens eines der schönsten Lenkräder hier, finde ich, bei Porsche. Das ist total zeitlos. Ja, das war Mitte 80er Jahre war das. Ist der Wagen ja auch, ne? Ich glaube, es ist ein 86er, den wir gerade fahren. Wurde auch ganz schön lange gebaut. Und eigentlich immer noch unterbewertet, die Autos. Also auch preislich, ne? Also die Standard 24-44er, die, ja, wie sagt man das, die krebsen da unten so rum am Bodensatz der Youngtimer-Preise irgendwie. Ja, aber trotzdem, die fahren. Tut keinen Schub. Die fahren aber trotzdem echt geil. Nee, aber Porsche 944, ich hatte selbst mal einen. Funktioniert. Kannst alles mitmachen. Alltagstauglich, rennsporttauglich, voll verzinkt, kannst durch den Winter fahren. Habe ich sogar gemacht. Dieser harte Winter, der hier irgendwann Anfang 2000 war. Hatte ich meinen weißen 944 und der sprang immer an, der fuhr immer. Und selbst auf Schnee, so kein Problem. Gute Gewichtsverteilung. Ja, die Gewichtsverteilung bei dem Transaxle Porsche ist fast 50-50, ne, Prozent. Mhm. Also ist optimal, um schnelle Kurven zu durcheilen. Ja. Transaxle ist ja Getriebe hinten, Motor vorne und das beides ist verbunden durch das Transaxle-Rohr. Ja, so ein Ding. Das ist bei ihm hier auch gerade neu. Das ist auch ein Problem, das Transaxelrohr. Weil das Transaxelrohr neigt zu Verspannungen. Und wenn das leicht verspannt oder verformt ist über die Jahre, dann kannst du halt nicht mehr genau schalten hinterher. Dann hast du halt Probleme. Ne? Ja, beim Cabrio sogar noch ein bisschen schlimmer. Die haben sie ja verstärkt, dass er sich nicht so verbindet. Die Karosserie sich nicht so windet, naja. Ja, es gab den normalen ja auch als Targa. Da hat man dann nur oben das Dach zum rausnehmen. Natürlich kein Vergleich zum 911er Targa, aber trotzdem. Weil es den gleichen Namen benutzt. Ne? Schiebedach. Für mich ist das immer nur noch ein Schiebedach. Großes Hubschiebedach. Wir fahren heute 944 Cabriolet und schauen mal, ob Helge das Dach aufkriegt. Nö, das kannst du machen. Ich fahre. Okay. Aufgrund eines Cabrios würde ich vorschlagen, dass wir gleich mal das Dach aufmachen. Was? Ja, klar. Ja. Ey, sitzt ihr im Cabrio und das Dach aufmachen, oder ja, was? Ja, da werdet ihr euch gleich wundern, weil Cabrio-Dach aufmachen ist hier nicht wie heute bis 50 Stundenkilometer ganz normal bei jeder Fahrt, sondern Helge, fährst am besten mal hier rein an den Rand. Mhm. Das ist richtig Arbeit, ihr werdet euch gleich wundern. Richtig Arbeit, da muss irgendwo ein Schlüssel sein. Ja, man hat hier so einen Schlüssel. Da hat man so einen Schlüssel. So. Mhm. Damit muss man hier oben lösen. Da muss man auf den Elektroknopf drücken. Dann fährt das nach hinten. Aber der Motor darf nicht laufen. Der muss aus sein. Und ganz schräg, der Schlüssel darf nicht auf Zündung stehen beim 944 Cabriolet, sondern nur auf 1. Auf die Idee muss er erstmal kommen. Motor aus, Stellung Schlüssel 1. Auf 1. So, und jetzt muss ich hier den aufmachen. So. Und das gucke ich mir jetzt von draußen an. Jetzt fährt das Dach mit einer unheimlichen Geschwindigkeit blitzartig nach hinten. Das ist keine Zeitlupe. Das ist original. Wo bist du jetzt soweit? Bis hinten. Und jetzt könntest du noch eine Persenning drüber knöpfen. Jetzt könnt ihr die Form hier sehen. Die Kuppel fehlt, aber... Er sieht auch als Cabrio ganz cool aus. Jetzt geht's wieder zu. So. Und jetzt muss ich hier wieder einhaken. Verriegeln. So. Ey, was ein Act, oder? Auf und zu. Naja. Auf und zu in 10 Minuten. Ja gut, früher muss man überlegen, bei so einer Kutsche, ne? Ja, das dauert viel länger. Ja, das dauert viel länger. Du musst ja Plan und Spiegel runternehmen. Oder überleg dir mal so Fehlkonstruktionen wie dieser Pluriel. Wo du da oben diese Stoßzähne rausnehmen musst. Das, ne? Ich finde, das wird ein Klassiker. Hör auf. Ja, natürlich. Ey, das ist eine Fehlkonstruktion. Leute, und das nächste Mal seht ihr Helge im Pluriel. Ja, hier, garantiert nicht. So, also, das hier ist
solide verarbeitet. Ich finde, das ging jetzt ganz schnell mit dem Dach. Mach mal Licht an, ich will die Klappscheinwerfer sehen. Oh ja, geil. Zack, da sind sie. Lampe hoch, Lampe runter. Kommt ja eigentlich vom Opel GT, ne? Lampe hoch, Lampe runter. Lampe hoch, Lampe runter. Hast du eigentlich früher mal so ein Auto gesehen, als die rauskamen, so bewusst? Also bei uns fuhr einer rum in grün. Nee. Das Ding sah aus wie so eine Weltraumkapsel mit diesem Glas. Ja. Na gut, du musst überlegen, rausgekommen ist er tatsächlich 1975. Ja. Alter, 75. Das ist 45 Jahre her. 75 hat VW gerade mal angefangen, den Golf zu bauen. Also das Straßenbild ist immer noch geprägt von VW Typ 3. Von irgendwie alten Ford Taunussen, von Strichachtern und all sowas. Und dann kommt der 924. Ja. Und der wurde ja gebaut bis 1989. Witzigerweise sah der 1989 immer noch nicht unmodern aus. Man hat schon viele Gleichteile benutzt aus dem VW-Konzern damals. Wie der 24er. Die Türgriffe vom Audi oder vom Golf. Wie der 24er und der 44er rauskam, da hatten die noch Armaturen vom VW mehr oder weniger. Da gab es dann aber mal mit der Einführung der S-Modelle ein Facelift und gab es ein neues Armaturenbrett, was viel mehr nach Porsche aussah. Das hier? Das hier. Ja, finde ich jetzt auch. Ich finde das wesentlich besser. Ja, das alte ist wirklich Das alte hat so ein komisches Design, da sieht das Auto viel kleiner hin. Ja, wie so ein Telespiel, ja. MB-Spiele, ja, 80er. Genau. Also da hat das Facelift echt einen Sprung gemacht. Das war nicht nur mal hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen, sondern schon ein großer Unterschied. Geil. Ich glaube, ich brauche wieder so einen. Aber am liebsten 924 Turbo mit Pascha-Ausstattung. Wo soll der denn herkommen? Erich Strenger, Designer bei Porsche, hat nebenbei so Grafikdesign gemacht und hat diese wabernden Karo-Muster gemacht. Und das ging in Serie bei Porsche als sogenannter Pascha-Sitz, also Pascha-Ausstattung. Und wenn du da drin sitzt, ne? Oh. Pascha-Velour. Da brauchst du gar nicht mehr trinken. Nee, das ist auch wirklich schräg. Wenn du auf das Muster guckst, also schon hart. Ein Freund von mir hat mal 928er in dunkelbraun mit braunem Pascha innen drin. Aber ich muss ehrlich sagen, 944er würde ich lieber als Coupé fahren mit dieser Glaskuppel hinten drauf, weil das ist eigentlich das, was das Auto ausmacht. Ja, die ist schon cool, ne, die Glaskuppel. Das hier ist, ja, so. Willst du Porsche, willst du Cabrio, willst du nicht viel ausgeben. Ja, wobei, ich finde die Form des Dachs schon sehr gelungen. Ja. Das ist ja so ein Speedster-Dach. Das ist ja so, also hässlich ist das Auto sicher nicht. Hässlich nicht, aber das hat nicht so diesen Kultfaktor. Genau, und das ist auch ganz dunkel hier im Auto. Was würdet ihr sagen? Schreibt das mal unten drunter unter die Cabrio. Cabriolet oder Coupé? Cabrio oder Coupé. Was hat hier den Kultfaktor? Ich bin gespannt. Wir kommen jetzt nicht mit 911, das ist eine andere Baustelle. Ja, hat damit nichts zu tun. Nein, nein, nein. Der Porsche 911 ist eigentlich ein feiner Kerl, er hat nur die falschen Freunde. Das ist wirklich richtig, das ist richtig, tatsächlich so. Ganz ernsthaft, Hut ab davor, dass so ein Cabriolet nach hier 34 Jahren in so einem Zustand und so einer Qualität, hier klappert nichts, hier knirscht nichts, das ist schon geil. Aber das Auto an sich, boah, ich weiß nicht, also. Ja, aber ich meine, die haben das ja ist auch. Der Motorklang, das ist einfach. Ja, okay, aber sie haben ihn ja auch als Turbo gebaut und im Rennsport eingesetzt, ne? Also Porsche Cup. Ich selber hatte mal 924 Turbo. Ach, jetzt fällt dir das wieder ein. Ja, ja. Der Krümmer, wo der Turbolander drin hing, war nicht so witzig in Ordnung. Der war mehrfach geschweißt. Da gab es einen Sonderpreis. Ey, das habe ich relativ günstig reparieren lassen. Ich bin das Auto problemlos. Erstmal bin ich problemlos von Freiburg nach Hamburg gefahren, ohne irgendwas. Dann bin ich auch hier, der Wagen hat nie Probleme gemacht. Ich habe ihn einfach mal wieder verkauft. Die das machen ja auch eigentlich keine Probleme. Der 24 Turbo, das ist ein echt schnelles Auto gewesen. Durch den Turbofaktor, sagt man ja, ist 1,36 über Kilowatt. Der hat halt Drehmoment wie ein 3-Liter-Motor gehabt. Und du konntest damit echt Leute erschrecken, weil der fuhr auch über 230. Ja. Ne? Ja. Und sieht da nichts aus. Nee, stimmt. Guck, wo wir über Pluriel sprechen, da ist er schon. Wo? Da habe ich ja bestellt für Ach, dich. Scheiße. Da fahren wir jetzt noch eine Runde mit. Extra in pissgrün Metallic. So, ab in den Untergrund. Yes!
Schreibt uns einfach in die Kommentare, welches Auto ihr sehen wollt und vor allem in welchem Auto wir beide mal durch die Gegend fahren und ein bisschen fachsimpeln sollen. Ja, aber jetzt hier nicht so McLaren-Supersportwagen-Geschiss, sondern... Nee, so echte Autos. Echte Autos. Ja, am besten mit Chrom und Hubraum. So, gemischt. Gemischt. Gemischt.